Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal einen nicht so ganz gesunden Einkauf für so einen halb gesunden Einkauf. Ja, mit ein paar unnötigen Sachen auch, aber die der Mensch auch mal braucht. Also ab und zu hat man halt das Bedürfnis nach einigen Sachen und das, ja, das ist halt heute so ein Einkauf gewesen für 40 Euro. Ich war bei Kaufland und habe ich einmal Eier mitgenommen. Einen Wirsing, da möchte ich gleich Wirsing-Rouladen draus machen, deswegen auch hier das Hackfleisch. Dann habe ich einmal Schokobubbles mitgenommen, auf die hatte ich so Bock. Ja, genau, hier die mit Schoko und ich denke mal, der Alexander wird die auch mögen. Dann mein Untergesetz von Maggi, diese Fixtütchen. Habe ich zweimal Brokkoli-Gratin mitgenommen und dreimal Paprika-Rahm-Schnitzel, einfach so auf Vorrat. Ich bin jetzt nicht der Typ, der die oft benutzt, aber ich tue sie mir dann hier so hin und wenn es dann mal schnell gehen muss, greift man halt zurück auf die Dinger. Einmal Rahmsoße, ja, auch so eine Packung hier auf Vorrat, kann man immer mal so ein bisschen Soße draus machen, war auch runtergesetzt heute. Deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Dann habe ich für die Arbeit, ja, manchmal vergesse ich halt Essen mitzunehmen. Also gekochtes Essen oder Brot, also eine Brotdose. Wenn ich mal Frühschicht habe, vergesse ich das manchmal. Und dann horte ich sowas in meiner Schublade. Dann habe ich zweimal Kartoffelbrei mit Rosmarin und Kräutercroutons mitgenommen. Finde ich von diesen 5-Minuten-Terrinen mit diesem Kartoffelbrei am leckersten. Und dann habe ich ja letztens dieses Porridge probiert vom Kaufland. Da hatte ich aber hier Apfelzimt mitgenommen. Und das habe ich dann auf der Arbeit gegessen. Und das war echt lecker und kostet nur 60 Cent. Habe ich einmal Apfelzimt mitgenommen und zweimal Schokolade wollte ich probieren. Dann habe ich zweimal diese riesen Bohnen mitgenommen. Mit ein bisschen Tomatensoße, so auf griechischer Art. Total lecker, müsst ihr mal probieren. Dann eine Minze, die kommt nämlich hier hin. Ich hatte nämlich letztens eine Minze mitgenommen vom Kaufland und die war voller Blattläuse. Und die habe ich direkt weggeschmissen. Das war so eine XXL-Minze, die war total schön groß, aber die war voller Läuse. Und ich fand das so eklig, ich habe die direkt weggeschmissen. Ja, dann habe ich einmal hier Tomaten mitgenommen. Dann zweimal Putenbrust für unsere Butterbrote und zweimal Maßdamer. Dann einmal Tomatenmark. Dann haben wir hier einmal Käsebockwurst. Dann waren die Milka-Schokoladen runtergesetzt. Habe ich zweimal hier mit Karamellkekstückchen und Schokoladentropfen mitgenommen. Hat sich lecker angehört. Und einmal Joghurt für Heiko. Dann einmal hier so gefaktes After Eight von dieser Kaufland-Marke. Dann einmal hier Oliven, diese grünen. Dann habe ich eine Bio-Gemüsebrühe mitgenommen von Maggi. Ich habe mir gedacht, holst du lieber so Bio. Da sind nämlich keine Zusatzstoffe drin. Wie heißt das? Glutaman? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ist hier nicht drin. Also steht zumindest nicht in den Zutaten drin. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht mit drin ist. Weil manchmal mache ich ja so eine, ja, so ein Süppchen oder Nudelsuppe, Buchstabensuppe für Alexandro. Und dann finde ich das schon besser, wenn da keine Zusatzstoffe drin sind. Deswegen hier dieses Bio-Dingern, 1,99. Ein paar Brötchen habe ich mitgenommen. Dann dreimal Schlagsahne für die Paprika-Rahmschnitzel, die ich die Tage machen wollte. Eine Knoblauch-Kräuter-Dressing-Soße, Salatdressing so. Eine Gurke, dann einmal Bauernschinken, einmal Zwiebeln. Dann habe ich lange nicht mehr gegessen und voll Bock drauf auf diese Schokoröllchen. Die finde ich so lecker. Und ja, dann war hier auch sowas untergesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das schmeckt. Also wie gesagt, ich bin nicht der Typ, um sowas oft zu essen, so Fertigmenüs. Aber ja, für die Arbeit mal, wenn man, wie gesagt, nichts dabei hat,
dann ist das schon ganz praktisch. Und habe ich mir hier Cevapcici geholt mit Balkangemüse und Reis. Das war mein Food Haul. Bis zur nächsten Woche.